Gut, willkommen zum rsb tutorium ähm, Einmal noch mal ganz kurz vor Weihnachten. Wir haben Aufgabenblatt 10 mittlerweile vor uns. Und ja, die erste Aufgabe könnte euch so ein bisschen bekannt vorkommen. Wir haben mit Impulsdiagrammen letzte Woche schon mal gearbeitet. Ähm, jetzt geht es darum, noch mal Impulse sich anzuschauen in Bezug auf äh, Flipflops. Und was haben wir da? Wir haben, wir haben ein C gegeben. C ist für uns das Taktsignal. Das kann halt dann entweder auf 0 oder auf 1 sein. Und wir haben D, ein Eingangssignal, oder eben manchmal auch als Datensignal, deswegen D oder Data ähm, beschrieben. Und das kann natürlich auch 1 oder 0 sein. Und je nachdem, was wir uns anschauen, ob wir uns irgendwie ein äh, D-Ledge anschauen oder ein, ein, ein D-Flip-Flop ähm, und je nachdem, wie ein Flip-Flop gesteuert ist, haben wir hinter diesen Bauteilen dann unterschiedliche Ausgänge. Darum geht es so ein bisschen in der ersten Aufgabe. Wir schauen uns als erstes einmal ein. Ähm, ein D-Latch High Active an. Was heißt jetzt d High Active? High Active heißt, dass äh, der Ausgangswert äh, nur dann geändert wird, wenn der Eingangswert auf High ist, also auf 1. Ja, das heißt, wir müssen gucken, wo ist ähm, das Taktsignal auf 1. Nur dann kann es halt sein, dass wir ähm, dass wir eine Änderung machen an unserem Ausgangswert. Und genau, was auch noch dazu kommt, wieder wie letztes Mal, ist, dass wir ein, ähm, eine Verzögerung haben von 1. Und einen kleinen Moment, irgendwo ist mein Werkzeugkasten ganz weg. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Da ist er. So, also, erste wäre das Dilett. Wenn ich jetzt sagte, ähm, es hängt davon ab, wann der Takt 1 ist, dann äh, sehen wir, dass das Taktsignal. Dann sehen wir, dass das Taktsignal ja bereits im, ähm, im ersten Takt hier den Wert 1 hat. Also das ist irgendwie wieder der, Vor der, der Vortakt hier. oder oh, da geht es irgendwie los. Im ersten im ersten Takt auf 1 ist. Und das heißt, wir würden jetzt gucken, äh, es ist 1, das heißt, wir dürfen mit einem Taktsignal Verzögerung den Wert übernehmen. Also uh, Unser D-Ledge fängt an mit 0, bleibt bei 0 und geht dann hier auf 1 hoch. Ähm, es wird natürlich jetzt nicht die ganze Zeit so bleiben. Wir gucken beständig, wenn das Tagssignal auf 1 ist. Könnte sich ja immer noch was ändern am Datensignal, dann würden wir unseren Ausgang auch ändern. Seht ihr, wo unser Ausgangssignal vom Deletge high active sich wieder ändern würde. Wann, welchem Takt würde das auf null runtergehen? Okay. Vorschlag ist genau im nächsten. Also es ist schon mal richtig, dass hier im nächsten, im, im äh, dritten Takt das Ausgangssignal von nein, Quatsch, das Eingangssignal, das Data-Signal auf 0 ist und gleichzeitig ist das Taktsignal auf 1. Ähm, das bedeutet, wir übernehmen den Wert vom dealer. äh, von, von, Sorry, heute ist wieder so ein Tag, ich stolper überall. Also, wir übernehmen den Wert von, von, äh, von D. Aber denkt dran, was ich gesagt habe. Wir haben auch hier die Verzögerung drin. Verzögerung um 1, bis das Ganze am Ausgang des Schaltgatters anliegt. Das heißt, wir werden das nicht direkt in dem Takt übernehmen, wo das auftritt, sondern erst am Wechsel zu dem da drauf, ein später. Hier geht es dann runter. Wir sind dann also erst, wenn es im dritten D dann auf 0 gewechselt ist, während C noch auf 1 ist, sind wir im vierten dann erst unten. Okay, ähm, seht ihr nochmal einen Punkt, wo unser Ausgang von dem D-Ledge High Active auf 1 wieder geht? Ja, und Takt 7 komm, haben wir wieder Taktsignal auf 1. Das heißt, ja, da, ab da gucken wir. Aber wir gehen ja nur auf 1 am Ausgang, wenn nicht nur unser Taktsignal 1 ist, sondern gleichzeitig auch das Datensignal 1 ist. Nur dann würden wir darauf ja überhaupt wechseln. Und denkt an die Verzögerung. Das heißt, es tritt immer erst einen Takt auf, nachdem das Ganze äh, nachdem wir diesen neuen Wert gefunden haben. Also, das heißt, wenn wir einen Takt haben, wo Taktsignal 1 ist und gleichzeitig auch Datensignal 1 ist, dann ist im Folgetakt erst der Ausgang von unserem d auch auf 1. Genau, der neunte ist dann das. Also wir haben hier im achten, haben wir unser Taktsignal auf 1 und auch unser Datensignal auf 1. Vorher hier im siebten ist es ja so, dass zwar Taktsignal 1 ist, das heißt wir gucken uns das Datensignal an, ähm, aber da es auf 0 ist, würde es heißen, also wir könnten theoretisch jetzt was ändern. Wenn ich jetzt auf 1 wäre, würde ich runtergehen. Ne, wie wir es hier vorne getan haben. Da es das aber nicht ist, sondern 0 ist, wechsle ich quasi auf 0. Von 0 auf 0. Also nein, ich bleibe auf 0. Und hier ist dann die Änderung im achten Takt, dass ich Taktsignal 1 habe und auch auf dem Datensignal 1. Ähm, und ich dann aber hier durch die Verzögerung das Ganze erst ein später mache und hier dann wieder auf 1 gehe. Dann können wir noch weiter gucken. Da ist nochmal ein äh, Takt 1 und 0. Und hier hinten geht zwar das Datensignal wieder auf 0 runter, aber auch unser Taktsignal ist vorher auf 0 gewesen, sodass wir hier keine Änderungen mehr auslösen. Ja, das heißt, für D-Latch High Active guckt ihr, wo ist das Taktsignal auf 1 und nur dann können wir eine Änderung auslösen. Das ist relativ angenehm. So, was wir jetzt auch haben können, ist, wir können das Ganze natürlich auch umgekehrt haben. Äh, nur der Vollständigkeit halber, es kann auch ein Low Active geben, ein D-Ledge. Ähm, das heißt, wir würden das Ganze haben, dass wir nur bei, ähm, nur bei 0 ändern würden. Also, wenn das Tagssignal auf 0 ist. Das machen wir jetzt aber hier gerade nicht. Was wir uns nochmal angucken werden, ist ein Vorderflankengesteuertes Flipflop. Manchmal wird für die Vorderflanke auch dieses Symbol benutzt, der Pfeil nach oben. Oder manchmal auch beschrieben als Raising Edge oder Rising Edge, ähm, dass das Signal von 0 auf 1 geht. Und die Idee ist halt, dass wir, wenn wir ähm, an dem Flipflop eben ein Signal bekommen, einen Signaleingang, wo es eben hochgeht, dass immer genau in dem Moment wir gucken, was liegt auf dem Datensignal an und dann das dann übertragen. Es gibt auch hier das Gegenteil dazu. Das wäre dann hier unten irgendwo im Taktsignal geht ja meistens dann auch das wieder von 1 auf 0. Der rechte Teil hier, das ist die Falling Edge oder auch die Rückflanke, falls ihr das irgendwie mal habt. So, wir haben ja, und die Rückflanke manchmal auch da mit dem Pfeil nach unten bezeichnet. Wir haben aber hier vorderflanken gesteuert. Das heißt, es geht um die Rising Edge, immer da, wo unser Taktsignal von 0 auf 1 geht, schauen wir, ob wir was ändern wollen. Wenn ich auch hier quasi im Vortakt mit 0 anfange, in welchem Takt oder in welchem Taktübergang haben wir das erste Mal eine Rising Edge vorliegen auf dem Taktsignal? Also Rising Edge, Falling Edge oder wo ändert sich das erste Mal das Taktsignal von 0 auf 1? Okay, ähm, genau, ich habe ja mehrere Vorschläge. Nee, die vier war es nicht ganz. Ähm, genau, es ist auch, also das gilt hier für alle Schaltgatter, das ist richtig, genau, es ist auch wieder zeitverzögert. Und wir haben bereits hier am Anfang, äh, am Anfang unseres ersten Taktes, haben wir eine Rising Edge, also unser C geht von 0 auf 1. Und das heißt, am Anfang des zweiten Taktes sind wir dann auf 1. Den ersten bleiben wir auf 0. Und dann gehen wir hoch auf 1. Jetzt ist hier die ganze Zeit mittendrin. Äh, unser C zwar auf 1 und hier hatten wir es ja beim D-Latch high dass wir hier gesehen haben, auch die ist auf 0 gegangen. Das interessiert uns jetzt aber überhaupt nicht mehr. Weil wir ja beim Vorderflankengesteuerten oder, oder ähm, Rising Edge flipflop sind. Und nur ändern, wenn eben wir so einen ein Signalwechsel beim Taktsignal von 0 auf 1 haben. Das heißt, so lange, bis wir das nächste Mal das haben, bleiben wir auf jeden Fall bei dem jetzigen Wert, das heißt dem Wert 1. Wie weit ist das? Wo haben wir die nächste Vorderflanke? Am Anfang welchen Taktes ändert sich unser Taktsignal nochmal wieder von 0 auf 1? Hm. Ähm. Fast. Ja, also Takt 6 schon mal fast richtig geguckt. Hier ist ja Takt 6 am Ende von Takt 6, am Anfang von Takt 7. Also eigentlich besser, wir, sind, wir gucken über den Anfang des Taktes. Äh, am Anfang des Taktes 7 ist das und dann aber eben mit einem Verzögerung muss es sich ändern oder kann es sich ändern. Könnte ja sein, dass hier unten jetzt auch der gleiche Wert ist wie eben. Was hatten wir eben? Wir hatten hier den Wert 1 Anliegen, mit dem sind wir da angekommen. Oh, Data ist auf 0. Das heißt, wir werden hier also auf 0 ändern durch die Vorderflanke an der Stelle hier. Ja, das heißt, bis zur Vorderflanke plus ein Takt wegen der Verzögerung bleiben wir auf dem gleichen Wert. Dann gucken wir, was der Wert der Vorderflanke ähm, ist. Das ist 0. Dann gehe ich also nicht auf 1 weiter, sondern dann wechsle ich hier auf 0. Und dann haben wir ganz lange keine weiteren Vorderflanken mehr. Hier hinten wäre theoretisch noch eine, aber das ist dann quasi hinten schon raus aus dem Ganzen. Der okay. war hat noch ein bisschen Unsicherheit. Meint ihr, das ist jetzt ein bisschen verständlicher für euch geworden? Ihr guckt, wo ist eine Vorderflanke? Wo geht das Taktsignal von 0 auf 1? Dann schauen wir, das ist am Anfang eines Taktes. Welcher Takt ist das? Hier ist es 1. Dann gucke ich mir an, was ist... Mit meinem Wert D ist der 0 oder 1. Und übertrage das mit einem Verzögerung. Gut. Eins haben wir noch über für die Hausaufgabe. Und hier ist es ein zwei Flanken gesteuertes Flipflop. Okay. Ähm, da gibt es einen Pseudocode zu. Und ihr seht im Pseudocode, da stehen da schon zwei Begriffe drin, die ich eben schon genannt habe nämlich Rising Edge und Falling Edge. Ja, jetzt haben wir schon gelernt, wir wissen, das eine heißt Vorderflanke, das andere heißt Rückflanke oder beschreibt es jedenfalls das gleiche. Und wir sehen, es gibt, ähm, gibt da auch ein paar Parameter. Ja, die Methode hier für das zwei Flanken gesteuerte Flipflop heißt zweiflanken gesteuertes D-Flipflop und dahinter kommen ja die Parameter. Input CD, Aha, Eingänge, Output Q. Mhm. Ausgang und Local P. So und jetzt, das ist natürlich schon mal spannend. Local P ist irgendwas, das hatten wir eben nicht. Und die Methode dazu heißt jetzt if Rising Edge C P gleich D und if Falling Edge C Q gleich P. Gucken wir uns das stückweise mal an. If rising edge, also bei einer Vorderflanke p gleich d, was heißt das? Was passiert bei einer Vorderflanke? Bei einer Vorderflanke p gleich d. Habt ihr eine Idee, was dahinter steckt? ihr eine Ahnung, was das P sein könnte? Irgendwas. Es ist ja kein Eingang, es ist kein Ausgang. Wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, okay, aktuell nicht. Ja, genau. Also sonst gerne auch mal schreiben, wenn ihr wenn ihr da nicht weiterkommt. Ähm. Im Endeffekt. LocalP, es gibt uns so ein bisschen den Tipp, das ist sowas wie, mh, naja, wenn wir, wenn wir so uns, uns ja auch auf auch, auch Programmcode angucken, dann, dann haben wir zwar Parameter, aber Parameter sind ja meistens auch irgendwie an Variablen gebunden. Und Local P ist sowas wie eine lokale Speichervariable. Das heißt, in diesem Flipflop, ist ein, äh, in, dem, in dem zwei Flanken gesteuerten Flipflop, ist ein Speicher, den wir in dem Fall hier mit P ansprechen können. Und wir können dem Speicher was zuweisen und wir können natürlich den Wert daraus rauslesen. Habt ihr jetzt eine Ahnung, wenn p eine lokale Speichervariable ist? Was passiert, wenn ich da schreibe p gleich d? also ja irgendwie, Werte werden zugewiesen. Wem wird welcher Wert zugewiesen? Genau, p wird der Wert d zugewiesen. Also, das heißt, äh, wenn wir unser Zwei-Flanken-gesteuertes Flipflop haben, dann haben wir hier irgendwie auch ein, eine Variable p als Speicher. Wir fangen an zu gucken und... Immer wenn wir eine Vorderflanke haben, wird P der Wert von D zugewiesen. So, wir hatten schon festgestellt, wir haben hier am Übergang von 0 zu 1, also am Anfang des ersten Taktes, haben wir eine Vorderflanke. Gut, das Ganze ist äh, natürlich verzögert. Also, das heißt, wenn, dann ändert sich überhaupt erst was für mich am Anfang des zweiten Taktes. Aber ähm, an der Stelle p gleich d. So, das heißt, ich gucke, was ist in meinem ersten Takt der Wert von d. Und das weise ich meinem p zu. Das heißt, d ist der Wert 1. Mein p bekommt jetzt hier den Wert 1 zugewiesen. Mehr passiert erstmal noch nicht. Das ist ja hier bei der Rising Edge. Einfach nur P kriegt den Wert von d. d ist 1, p gleich 1. Das zweite, was es gibt, ist if falling edge, c, also wenn wir eine Rückflanke auf dem Taktsignal haben, den Wert von, 0 zu, äh, von 1 zu 0, also wenn es fällt, das Taktsignal, dann haben wir die Zuweisung q gleich p. So, wieder die Frage wie eben, wem wird da ein Wert zugewiesen oder wer kriegt welchen Wert zugewiesen bei q gleich p? Dann bekommt Q den Wert von P zugewiesen. Richtig. Gut. Was fehlt uns noch? Wo ist die Taktflanke? Genau, wir müssen wissen, wo ist unsere Rückflanke. Also am Anfang welchen Takt ist oder meinetwegen auch am Übergang von welchem zu welchem Takt ist ähm, eine Rückflanke jetzt, eine Falling Edge. Wo sehen wir eine? Irgendwie vorsichtig. Wir suchen beim Taktsignal ganz vorsichtig. Den Fehler hattest du vorhin schon einmal drin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist eine Falling Edge auf dem Taktsignal? Taktsignal ist C und wir suchen da die Stelle, wo es von 1 auf 0 geht. Genau, 3 auf 4. Sehr gut. Ja, deswegen üben wir das ja hier. Äh, das heißt, hier an der Stelle haben wir eine Falling Edge. Bis hier ändert sich sowieso nichts. Da brauchen wir nichts berücksichtigen im Programmcode. Wir wissen, es gibt die Taktverzögerung. Das heißt, frühestens hier mit einem Verzögerung wird sich was ändern. Was brauchen wir hier? Wir haben den Wert... Ja, der interessiert uns eigentlich gar nicht, ne? Weil was machen wir? Wir haben gesagt, q, q kriegt den Wert, also der Ausgang kriegt den Wert zugewiesen. q soll den Wert von p haben, das heißt den Wert 1 in dem Fall. Und durch die Verzögerung ist das dann im fünften Takt aktiv. Ja, also hier am Anfang des vierten Taktes haben wir die Falling Edge. Das heißt, hier gucken wir, was haben wir bei P eingespeichert. Das ändert sich ja gerade nicht. P ist 1. Und übernehmen das für unseren Ausgang mit dem Eintaktverzögerung, also auf dem fünften Takt. Und das gleiche würden wir hier weitermachen. Jetzt bleiben wir erstmal hier sehen. Oh, da ist wieder eine Vorderflanke. Und D hat den Wert 0. Das heißt, p kriegt nicht den Wert 1 zugewiesen hier, sondern den Wert 0 zugewiesen. Unser Ausgangssignal wird hier sowieso nicht geändert. Da bleiben wir einfach. Gucken, ob wir noch mal irgendwo eine Taktflanke haben. Ah ja, da ist eine Rückflanke. Das heißt, mit einem Taktverzögerung könnte sich frühestens was ändern. An der Stelle hier kriegt q den Wert 0. Unser Ausgangssignal gehen also mit einem Taktverzögerung nach unten. Hier wäre noch mal wieder eine Vorderflanke. Das heißt, hier würden wir gucken, ähm, da D den Wert 0 hat, würde P den Wert 0 zugewiesen bekommen. Und wenn wir noch mal eine Rückflanke hätten, würde sich in dem Fall also nichts ändern, weil dann wieder Q gleich 0 zugewiesen werden würde. Ja, also beim zweiflanken gesteuerten äh, Flip-Flop in der Form, wie es hier beschrieben ist, mit dem Pseudocode, haben wir eine Speichervariable und müssen dann eben auf Vorder- und Rückflanken gucken. Ja, diese ganzen, äh, vielleicht nur ganz kurz dazwischen, diese Flip-Flop-Geschichte ist deswegen auch. Ähm, ganz spannend, weil es dann eben zu dem führen könnte, was wir letztes Mal auch so hatten mit Hazards, mit unbestimmten Zuständen beziehungsweise auch mit schwankenden Ausgängen, ähm, denn wir sind ja nicht immer nicht ganz eindeutig, also wir sind im Endeffekt noch viel weniger eindeutig als mit dem, was wir letztes Mal hatten. Wir haben nicht einen ganzen Takt, wo wir gucken, sondern wir sind immer so am Übergang beim Takt vom Gucken, beim Übergang vom Takt am Gucken. So. Ähm, und hier war das immer relativ nett. Ähm, das heißt, der Takt davor und der Takt, in dem wir gucken, da hatte der, äh, das Datensignal den gleichen Wert. Schwierig ist es, wenn es halt gleichzeitig sich ändert. Ja, also wenn ich jetzt hier ein Datensignal hätte, was auch in dem Moment, wo ich eine Vorderflanke habe, von 0 auf 1 geht. Und auch wenn wir sagen, wir gucken auf die Vorderflanke, aber das... Ist, ist halt, ähm, also in der Theorie ist es einfach, in der Praxis kann es halt sein, dass es irgendwie durch, durch leichte Ungenauigkeiten eben dazu kommt, dass, äh, dass das System denkt, oh, ich bin ja noch hier vorne bei dem Null, dass das nur so mal am Rande, wo es dann mal zu Problemen führen kann. Äh, deswegen ist es immer schöner, längere Zeiten dazu haben. Gut, dann würde ich sagen, äh, lassen wir mal Impulsdiagramme und Flipflops hinter uns und schauen uns mal an, was ist eigentlich, äh, wenn ich eine Textaufgabe habe, so also ein bisschen sowas wie, wie in 10.3, ähm, also ich mix mal wieder 10.3, 10.2 so ein bisschen zusammen und mische mal ein bisschen die Reihenfolge. Ähm, wir haben eine Textaufgabe, die uns... Irgendwie ein Programm beschreibt. Wir müssen nicht wirklich unbedingt viel äh, verstehen, warum es das tut. Wir müssen aber aus dem Text rauslesen können, was es tut. Und in dem Fall wäre das Ziel für uns, dass wir daraus eine, ja, dass wir daraus ein Zustandsdiagramm machen. Also Zustandsdiagramm, vielleicht das erstmal als erstes. Ähm, Ein Zustandsdiagramm. Ein Zustandsdiagramm hat Zustände. Hm. Eigentlich logisch, ne? Ein Zustand besteht meistens aus einem Kreis mit einer Zustandsbezeichnung, zum Beispiel Z0, und hat Eingänge, ein oder mehrere, hat Ausgänge, ein oder mehrere in zum Beispiel einen anderen Zustand. Es kann auch sein, dass ich zu mir selber zurückgehe mit dem Ausgang. Jetzt habe ich schon zwei verschiedene Möglichkeiten. Dann ist es sinnvoll, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt zu sagen, oh, in die eine Richtung gehe ich abhängig von einem Wert und die andere abhängig von einem anderen Wert. Zum Beispiel bei x gleich 0 würde ich immer wieder zu mir zurückgehen und bei x gleich 1 äh, würde ich weitergehen in einen anderen Zustand. Kann auch sein, dass ich Ausgänge habe in zwei andere Zustände. Wenn ich jetzt irgendwie hier noch einen Pfeil haben wollen würde, dann wird es schon schwieriger, dann müsste ich wahrscheinlich noch eine Variable haben und, oder, ich, äh, oder ich hätte keine Eindeutigkeit mehr. Also ich könnte jetzt hier irgendwie y gleich 1 nochmal haben und dann würde ich in den Zustand gehen. Ähm, was ein zustand außerdem haben kann ist dass ich ausgänge da drin habe zum beispiel sage ich in meinem z0 ist ähm, nennen wir es mal A la ist la aktiv für lampe an Und dann habe ich hier zwar Namen für Zustände, was ich aber auch mache, ist, dass ich in der Regel diese durchkodiere, also wenn das Z0, Z1 und ähnliches ist. Und ich habe vielleicht vier Zustände, dann komme ich mit 2-Bit Zustandskodierung aus und würde dann die Zustandskodierung meistens bei Z0 mit 00 anfangen, Z1, 01. Und das hier unten hat dann vielleicht die 1,0, weil das irgendwie genau Zustand 1 gerade war. Ähm, es kann auch sein, wenn ich, sagen wir mal, kreisen wir das Ganze hier, wenn ich quasi immer hier irgendwo lang gehe. Dann habe ich in der Regel nichts dran, was ich schreibe, aber ich könnte halt natürlich auch sagen, dass ich irgendwie hier don't care, das mache ich für jeden. Jeden meiner meine werte ob jetzt x gleich 1 ist oder y gleich 1 ist oder irgendwas, ist mir egal, von Z1 gehe ich immer in den Zustand Z0. Ähm, ein Zustandsdiagramm ist, wir hatten mal die große Frage, man muss irgendwo wissen, wo man anfängt. Dafür gibt es zwei Varianten, die normalerweise genutzt werden, um es eindeutiger zu machen. Das eine ist, dass ich ein Pfeil von außen habe, ohne dass hier ein Zustand davor ist. Das würde dann bedeuten, Z0 ist mein Startzustand. Was man aber auch manchmal macht, ist, dass ich, wenn ich hier meinen Zustand habe, ich dann am linken Teil so ein bisschen was abtrenne und dann ist es in der Regel auch ausgefüllt. Ja, dann wäre das hier quasi mein Z0 mit der Kodierung 00 und meinem Ausgang LA für Lampe an. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie ein Startzustand auch eindeutig äh, beschrieben werden kann. Natürlich würden wir implizit meistens davon ausgehen, wir als Menschen, na, okay, 00 ist wohl unser Anfang, ähm, aber wenn man es sauber machen will, beschreibt man halt eben auch. Oder eigentlich dann eben ganz eindeutig im Rahmen der, der Zustandsdiagramme, dass man entweder den Pfeil drauf hat oder hier diese Markierung setzt. So, das ist jetzt eine Art von Zustandsdiagramm. Und zwar ist da, wir sehen hier, wir haben hier unsere Ausgabe. Unsere Ausgabe hängt hier im Zustand. Das heißt, wir würden sagen, unser Ausgabewert ist nur vom aktuellen Zustand abhängig. Das nennt sich ein Diagramm nach Moore. Ja, Ausgabe nur vom aktuellen Zustand abhängig. Unser Ausgabewert. Wir könnten das jetzt auch anders haben. Wir könnten das jetzt auch haben, dass wir sagen, wir haben hier nicht, haben das nicht hier unten drin, äh, sondern. Wir hatten ja hier schon Eingabewerte, die irgendwie dafür sorgen, ob wir in die eine oder andere Richtung laufen. Wir können hier auch mit so einem Querstrich getrennt dran stehen haben, la gleich Null und la gleich 1 zum Beispiel, ich könnte jetzt, hätte jetzt auch bei beiden 0 sagen können. Jetzt wäre es so, dass ich beim Zustandsübergang gucke, was ist eigentlich, oder, oder mit Hilfe meines aktuellen Zustands plus meines Eingabewertes x, gucke, was ist mein Ausgabewert. Und dann, wenn ich halt weiß, mein Eingabewert aus, bei diesem Zustand, ich bin in dem Zustand, ich habe den Eingabewert x gleich 1, dann ist mein Ausgabewert LA auch gleich 1. Wenn mein Eingabewert hier 0 ist, x gleich 0, dann ist mein Ausgabewert gleich 0. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass es im Beiben das gleiche als Ausgabewert hat. So, jetzt ist also unsere Ausgabe nicht mehr nur vom aktuellen Zustand abhängig, sondern unsere Ausgabe ist vom aktuellen Zustand und dem Eingabewert abhängig. Das ist dann nicht mehr nur. Das nennt sich dann... Ein Diagramm nach Mili. Das ist die zweite Variante. Man kann jedes Diagramm vom Mur nach Mili führen und von Mili nach Mur. Habt ihr gesehen, ich habe jetzt ganz schnell mal eben vom Mur nach Mili gemacht. Das ist meistens auch einfacher so rum. Vom Mili nach Mur kann es sein, dass ihr dann deutlich mehr Zustände dann drauf machen müsst. Und das ganze Diagramm mit Zuständen aufbläht. Das ist ein bisschen anstrengender. Okay, das einmal so ein bisschen vorweg als Einführung. Dann, also wie gesagt, wir haben mal einen Text. Wir haben einen Text, der sagt uns, wir gucken uns an eine Bahnübergangsschranke und ein Bahnvorsignal. Vereinfacht das Ganze. Wir haben die Info aus Sicherheitsgründen initialisiert mit Schranke unten und Signal rot. Dann Wechsel in Schranke oben und Signal rot. Dort wird so lange verblieben, bis durch Signal B gleich Bahn kommt, die Schranke nach unten geht und das Signal auf grün-gelb wechselt. Anschließend folgt Schranke unten und grünes Signal. Schlussendlich Schranke unten mit Signal grün-gelb, bevor wir wieder in den Anfangszustand in Klammern unten und rot wechseln. So. Jetzt wollen wir daraus ein Zustandsdiagramm machen. Was sollten wir uns überlegen? Wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall einen Zustand. Mit irgendwas werden wir anfangen. Wir wissen noch nicht, wie viele Zustände wir brauchen, aber wir werden ja mit irgendeinem Zustand auf jeden Fall anfangen. Wir werden irgendeinen Zustand Z0 haben, das wissen wir schon mal. Ähm, Was aus dem Aufgabentext wäre jetzt ein Ausgangssignal? Habt ihr da eine Idee? Was wäre aus diesem Aufgabentext ein Ausgangssignal? Und was wäre gegebenenfalls ein Eingangssignal? Aber Ausgangssignal ist vielleicht einfacher. Ausgangssignal heißt, ich habe einen Zustand und weiß aufgrund meines Zustandes, wie ein Ausgangssignal aussieht oder ich habe einen Zustand mit einem, irgendeiner Eingabe und ich weiß aufgrund dessen, wie dann eben meine Ausgabe aussieht. Was könnte hier eine Ausgabe sein aus dem Aufgabentext? Ausgaben sind häufig irgendwas wie, dass ich irgendwas ansteuere, was dann was tun soll oder dass ich äh, irgendwelche Lampen leuchten lasse. Das sind so welche Sachen, die, die häufig dann durch so ein Ausgangssignal passen. Mhm. Schranke unten, Signal rot. Genau, das wäre etwas, was ähm, Ausgänge wären. Also... Wir haben ja auch am Anfang stehen, aus Sicherheitsgründen initialisiert mit Schranke unten und Signal rot. Das heißt, wir wissen schon, wir haben hier einen Startzustand, den wir jetzt Z0 genannt haben. Und in diesem Startzustand gilt dann, wir haben ein Schranke unten. und wir haben unser Vorsignal rot, was leuchtet. Okay, wenn ich das so aufschreibe, kleine Erinnerung, ist das jetzt Mur oder Mili? Ich habe noch nicht viel in meinem Zustandsdiagramm gemacht, aber ihr müsstet schon sagen können, ist das jetzt nach Moore oder nach Mili? Denkt dran, Mur: unser Ausgangssignal, hängt nur ab vom aktuellen Zustand. Mili, unser Ausgangssignal, hängt ab vom aktuellen Zustand und den Eingabewerten. 50-50 Chance. Genau. Unsere Ausgabe hängt von unserem Zustand ab. Deswegen habe ich sie auch hier unten eingetragen. Ja, also wenn ich es im Zustand selber eintrage, ich kann ja auch irgendwo, also ich könnte jetzt irgendwelche Eingabewerte haben, die dazu führen, dass ich in diesen, äh, in diesen Zustand komme. Das ist aber für mili betrachtung egal, sondern es ist nur wichtig, wo sehe ich meine Ausgänge. Und hier sehe ich meinen Ausgang direkt im Zustand dann ist das Moor. Okay, wir haben äh, Schranke unten vor Signal Rot, dann Wechsel in Schranke oben und Signal Rot. Das heißt, da würden wir in einen nächsten Zustand gehen. Den würden wir dann Z1 nennen. Und der kriegt dann ja, da müsste man eben gucken, welche, wie man das mit den Zuständen macht. Ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe ein einziges Schrankensignal und je nachdem, ob das 0 oder 1 ist, ähm, äh, macht es dann eben was unterschiedliches. Oder ich schicke hier einfach ein extra Signal nach dem Motto: Schranke unten. Nach dem Motto, und dann schicke ich hier jetzt ein Signal hoch: Hey, SH, komm, mach die Schranke hoch. Dann würde ich hier als Ausgang SH haben. Und das Signal bleibt immer noch rot, VR. Ich habe keine Abhängigkeiten vom Wechsel. Das ist quasi ein Takt. Also wenn da nichts, nichts da irgendwie dran ist, keine, Ab äh, keine, keine weiteren Beschränkungen, dann gehe ich davon aus, dass äh, ich hier von hier Z0 nach Z1 quasi mit Taktwechsel dann gehen würde. Durch den, einfach durch den Takt gesteuert. So, in Z1 bleibe ich so lange, bis durch Signal B gleich Bahn kommt die Schranke nach unten geht und das Signal auf grün-gelb wechselt. Okay, was weiß ich. Ich weiß, es gibt irgendwo hier dann einen Zustand Z2, wo ich dann irgendwann hinwechseln werde. Der. der die Schranke nach unten macht. Und das Signal auf Grün-Gelb, das Vorsignal. Ampeln haben häufig mehrere Leuchten. Also hätten wir einmal Vorsignal GE und... Äh, ja, jetzt muss ich das hier irgendwie drüber quetschen. Eigentlich, eigentlich nebeneinander. Vor Signalgrün. Das wären meine drei Ausgänge. Und die Frage ist jetzt: Wann gehe ich denn von Z1 nach Z2? Ich weiß, ich wechsle irgendwann von Z1 nach Z2. Aber wann wechsle ich? bin jetzt hier in dem bereich und hier nach rechts der text in dem abschnitt befinde ich mich gerade das umzusetzen wann wechsle ich von z1 nach z2 Wechsel ja nicht immer. Richtig, wenn das Signal B kommt. B. Das Signal B kommt. Okay, wir hören schon, kommt, 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 kommt. Das ist ein Eingangswert. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei Mur bin, Eingangswerte würde ich hier außen dran schreiben, an die Übergänge. Und B, das heißt ja, hier soll ja B heißen. Wenn B gleich 1 ist, dann gehe ich hier hin. So, ähm, damit das hübsch und rund ist, muss ich jetzt natürlich eigentlich auch bei Z1 sagen, was mache ich denn, wenn B nicht 1 ist? Dann heißt es ja, ich werde hier so lange verbleiben und das ist dann ein Pfeil auf mich selber für B gleich 0. Okay, ja, also da müssen wir gucken. Wir können Fallunterscheidungen haben in dem Ganzen. Danach folgt Schranke unten und grünes Signal. ist Also dann nochmal wieder ein Zustand. Und schlussendlich Schranke unten mit Signal grün-gelb. Das wäre dann schon wieder der nächste Zustand. Und ihr seht, dass es hier keine Beschreibung gibt, wann es irgendwie wechselt. Dann können wir implizit davon ausgehen, dass es dann eben ein Taktsignal ist. Und quasi eben einfach einen Takt später passiert. Oh, dann ein bisschen kleiner Zustand. So, Schranke unten grünes Signal, dann noch hatten wir hier Schranke unten und grün-gelb. Das wäre dann tatsächlich schon Z4. bevor wir wieder in den Anfangszustand unten und rot wechseln. Das war der hier. Das heißt, am Ende dürfen wir wieder dahin wechseln. Und wir sehen von unten und rot, würde dann die Schranke wieder hochgehen. Und wir warten hier, bis wir mit dem Signal B die Schranke äh, wieder schließen müssen, damit dann eine Bahn durchfahren können. Ja. Ich hoffe, ihr habt an der Stelle gesehen, wie ihr wenn ihr ganz einfach in Ruhe, sorgsam so einen Text durchgeht. Ihr müsst nicht mehr verstehen, warum das Ganze so passiert. Das ist tatsächlich ein relativ üblicher Ablauf bei, bei Zügen, wie, wie man sowas umsetzen könnte, mit Sicherheitsmaßnahmen natürlich. Aber so einfach schrittweise gucken, welches ist mein Anfangszustand, welchen Folgezustand kenne ich, kann ich schon rauslesen. Okay, wie komme ich von dem ersten Zustand in den Folgezustand? Und ähm, bei den Ausgaben eben gucken, ist das etwas, hängt das jetzt nur vom Zustand ab oder hängt das noch von irgendeiner Eingabe ab? Das ist so, wie ich ein Zustandsdiagramm dann erstellen kann. Hier ist es nur eine einfache, hübsche Reihenfolge. Ja, nur zur Erinnerung, es könnte ja auch sein, dass ich hier einen Zustandsübergang habe, dass ich jetzt nicht sage, für b gleich 0. Mach das mal kurz in einer anderen Farbe. Das gehört. Das ist jetzt da natürlich nicht richtig für die Aufgabe. Aber es könnte auch sein, dass ich für den Wert b gleich 0 nicht einfach nach Z2 gehe, sondern nach Z4. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, die man haben kann in einem Zustandsdiagramm. Mal irgendwo ganz woanders hinspringen. So, ähm, wenn ich so ein Zustandsdiagramm habe. Die Idee ist eigentlich, dass ich eine Aufgabenstellung habe, dass ich mir mit dem Zustandsdiagramm erstmal überlege, wie soll es eigentlich sein, wie soll es ablaufen, damit ich weiß und mir sicher bin, welche ähm, Ausgänge habe ich, welche Eingänge habe ich und daraus dann meine Schaltung entwickeln kann. Und um dahin zu kommen, brauchen wir ähm, Tabellen für Übergangs- und Ausgangsfunktionen. Und da kommen wir dann zu dem, was wir auch in, unter anderem in 102 haben, aber auch in 10,3 mit drin. Das eine ist die Übergangsfunktion delta. Machen wir mal die als erstes. Die Übergangsfunktion delta Delta und Übergang. okay, was heißt das jetzt für uns? Die Übergangsfunktion beschreibt mir, wenn ich in einem Zustand bin, wie mein Folgezustand lautet. Das ist das, was ich in meinem Delta habe. Das heißt, ich brauche meine Zustandskodierung, damit ich genauer weiß, in welchem Zustand ich bin. Ich habe jetzt hier ein paar mehr Zustände. Ich äh, brauche also drei Bits, kodiere das einmal binär durch. Und dann kann ich ähm, nicht mit großen Z, wie bei meinen Zuständen hier, sondern mit kleinen Z äh, und dann jeweils von hinten gezählt 0, 1, 2, also von vorne Z2, Z1, Z0, kann ich ähm, meine Zustände beschreiben. So. Delta. Delta war Folgezustand. Das heißt, ja, was brauche ich, um, um Folgezustand zu wissen? Ich muss meinen aktuellen Zustand wissen auf jeden Fall. Sonst habe ich ja gar keine Ahnung, was könnte überhaupt ein Folgezustand sein. Das heißt, ich hätte Z2, Z1, Z0 und würde damit Zustände kodieren. Und Folgezustände wären dann auch Klein z2, klein z1, klein z0 mit jeweils einem Plus dran. Das Plus sagt mir, dass das für den Folgezustand ist. Das heißt, wenn ich einen aktuellen Zustand habe wie 000, das wäre die Kodierung für groß z0, dann weiß ich hier aus dem Zustandsdiagramm, Folgezustand ist Z1 mit der Kodierung 001. Wenn ihr jetzt auf das Zustandsdiagramm guckt, dann seht ihr, dass mir noch ein Wert in dieser Tabelle fehlt. Welcher fehlt mir noch in der Tabelle? Damit ich immer eindeutig sagen kann, was mein Folgezustand ist. Könnt ihr sehen, welches... Welche, welche Variable mir hier fehlt in der Ta Tabelle, damit ich immer sagen kann, was mein Folgezustand ist. Was muss ich noch ergänzen? Was brauche ich noch? Den Wert für B, genau, denn wir gehen ja nicht immer einfach nur äh, rundum weiter, sondern hier bei Z1 hängt das Weitergehen ja von B ab. Das heißt, ich würde hier noch B ergänzen, was bei 001 auch relevant ist, denn. Ich habe hier eben den Unterschied. Für b gleich 0 ist mein Folgezustand wieder 001. Und für b gleich 1 gehe ich in Z2 mit der Codierung 010. So, jetzt habe ich das eben bei Zustand 0 zu Zustand 1 nicht gebraucht. Da. Kann ich dann tatsächlich mal so ein hübsches Don't Care setzen? Das ist mir egal. Dann brauche ich nicht zwei Zeilen schreiben. Spar mir eine Zeile zu schreiben. Und genauso würde ich es bei den anderen machen. Und damit dann alles durchgehend aufschreiben. Das ist also meine Übergangsfunktion Delta. Ja, also merkt euch, für Übergangsfunktion Delta gilt, ich muss wissen, in welchem Zustand bin ich jetzt und was brauche ich, um in den nächsten Zustand zu kommen. Daraus wird dann erstmal die Zustandstabelle für Delta gemacht. Wenn ich jetzt ähm, das Ganze minimieren will, dann äh, würde ich wieder mit KV-Diagramm arbeiten. Und das Wichtige ist, wir haben hier so eine schöne Tabelle mit vier quasi Eingangswerten, wenn man so will, für das KV-Diagramm. Wir haben hier aber drei Spalten für Ausgangswerte, wenn man das so will. Das heißt, wir können, das nicht ganz so einfach, sagen, oh, ein großes Kv-Diagramm und fertig. Nein, wir trennen quasi hier so, als ob das dreimal einzelne Ausgänge sind und würden dann für jedes Z, jedes klein Z Plus, ein Kv-Diagramm machen. Das heißt für Z2 plus. Würde das dann aussehen, dass wir eben gucken, was haben wir? Wir haben B und Z2. Und Z1, Z0. Und hätten dann ein ganz normales 2 mal 2, äh, Quatsch, 2 mal 2, 4 mal 4 KV-Diagramm was wir dann ausfüllen und minimieren können, so wie wir das kennen. Und aus einer Minimierung können wir dann natürlich wieder eine Schaltung bauen. Und das müssen wir nicht nur für Z2 plus machen, sondern wir müssen das halt eben für alle unsere Folgezustandskodierungsspalten machen. Also wir machen das Ganze dann noch einmal für Z1 plus und für Z0 plus. Diese Trennung hier schreibt man aber in der Regel nicht, sondern das ist jetzt nur, dass ihr euch das so einmal denkt. Ja, das heißt bei so einem Zustandsdiagramm und so einer Übergangsfunktion würde ich am Ende wie viele Kv-Diagramme brauchen? Für die Minimierung der Übergangsfunktion Delta brauche ich wie viele Kv-Diagramme? ne, zwei reichen mir nicht. Drei sind das, ne? Also hier der ganze Part für meine Folgezustandskodierung für jedes einzelne Z klein Z plus dafür ein KV Diagramm. Das heißt, ich hätte drei Kv-Diagramme in diesem Beispiel. Okay, das ist die Übergangsfunktion. Jetzt gibt es aber in dem einen Aufgabentext auch noch gesagt, wir wollen eine Ausgangsfunktion machen. Die Ausgangsfunktion heißt Lambda. Okay. Schauen wir mal. Also Lambda, Ausgangsfunktion. Das heißt, wir müssen gucken, ähm, wie kriegen wir raus, welchen Wert unsere Ausgänge haben. Das ist das, was dahinter steckt. Was muss ich wissen, um ähm, zu wissen, was mein Ausgangswert ist? Aha, ich brauche auf jeden Fall den aktuellen Zustand. Das heißt... Ich habe hier Z2, Z1, Z0, meine Zustandskodierung. Und wenn ich das Ganze habe, dann weiß ich, welcher meiner ganzen Ausgänge leuchtet. Das sind eine ganze Menge, auch wenn die nicht überall drin stehen. Das ist Schranke unten das ist schranke hoch dann haben wir vorsignal rot vorsignal gelb und vorsignal grün das sind meine Ausgänge an der Stelle wir sind jetzt bei Moor ja, zur Erinnerung, bei Moore hängt unsere Ausgabe nur vom aktuellen Zustand ab. Das heißt, ich brauche tatsächlich nur meine Zustände und meine einzelnen Ausgänge. Könnte hier jetzt auch wieder eine Tabelle füllen und dann jeweils äh, meine Zustände durchgehen und dann hier gegebenenfalls 0, 1 Sternchen. Da muss ich dann gucken, was ich jeweils brauche für die Ausgänge. Und würde daraus eine. Ja, dann meine Funktionstabelle ausfüllen. Frage wie eben: Wenn ich daraus jetzt Minimierung machen soll und das ganze mit kV-Diagramm, was meint ihr, wie viel kV-Diagramme brauche ich hier für dieses Beispiel mit meiner Ausgangsfunktion Lambda. Denkt daran, was wir eben hatten. Ich musste eben auch schon für jeden, quasi jede einzelne Spalte, wenn man es so will, der, der auf der rechten Seite mit der in Anführungsstrichen Ausgabe, aber es sind halt die die Folgezustände, brauchte ich ein eigenes KV-Diagramm. Ich habe eins, zwei. Drei, vier, fünf Ausgänge und genau deswegen brauche ich auch fünf KV-Diagramme. Jetzt ist, ähm, ist das so, dass ich hier bei Mu irgendwie, ich habe ja nur drei, 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 äh, drei Werte hier vorne, ne? also das wird hier auf irgendwas wie null, äh, hinauslaufen. Das heißt, ich kann irgendwie nicht so das übliche Kv-Diagramm nehmen, was ich äh, sonst hatte. Ähm, das wird dann also wohl auf ein kleineres hinauslaufen. Es gibt ja nicht nur 4 mal 4, sondern es gibt ja auch 2 mal 4. Das heißt, beispielsweise für Schranke unten würde das dann so aussehen. Ich hätte links mein... Z2 und ich hätte oben Z1, Z0 und würde da dann entsprechend dann für SU meine Werte hier raus eintragen. Und das Ganze dann eben auch mit SH, mit VR, VGE und VGR. Minimierung kann ich da aber ja genauso machen wie mit einem 4x4kv-Diagramm. Gut. Das grundsätzlich für Lambda. Eine Ausnahme gibt es, worauf wir achten sollten. Ähm, Wenn es nicht Moore ist, sondern Mili, dann könnte es sein, dass ich ja... Mh, irgendwie auch von meinem Eingangssignal abhänge. Dann hätte ich hier quasi noch einen Wert davor, zum Beispiel bei Mili das B. Dann würden ja aber auch meine Ausgänge nicht äh, im Zustand sein, sondern würden die an den Übergängen mitstehen. Und dann wäre also bei meiner Ausgangsfunktion auch in den Eingaben meine Eingabewerte mit vorhanden. Ja, das ist also der wichtige Unterschied bei der... Bei der Ausgangsfunktion Lambda müsst ihr gucken, habt ihr Typ Mu oder habt ihr habt ihr Typ Mili vorliegen? Braucht ihr also die Eingabe die Eingabewerte auch oder braucht ihr nur die Zustände? Gut. Das. Sollte alles helfen, hoffe ich mal. Einen Punkt haben wir noch nicht gemacht mit dem Thema Zustände. Und zwar die Themen ähm, einen Zustandsautomaten auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit prüfen. Das wollten wir uns auch mal kurz angucken. Dafür habe ich mal einen anderen Zustand rausgegriffen. Wir haben hier einen Ausschnitt aus einem Zustandsdiagramm. Wir haben einen Zustand Z4. Der hat Ausgang Y1 gleich 0 und der hat Y0 gleich 0. Wir haben einen Übergang für nicht X1, gehen wir hier oben lang. Wir haben einen Übergang für X1 nicht X0, gehen wir hier unten lang. Und wir haben einen Zus Übergang für x1, x0. Gehen wir hier lang? Ja, anschauen, welche Frage ich als erste stellen werde. Wir können hier raus schon sehen: Ist es Moore oder ist es Mili? Ist das ein Zustandsdiagramm vom Typ Moore oder vom Typ Mili, was ich hier rausgegriffen habe? achtung genau es ist nur denn unsere ausgabe hängt nur vom aktuellen zustand ab ja, wenn ich jetzt mein y1 y 0 hier dran hängen würde y äh, 0 gleich 0 y1 gleich Null und das hier oben machen würde und hier unten machen würde und hier rausstreiche, dann wäre ich bei Mili. Aber so bin ich jetzt gerade bei Moa. Ich weiß, da kommt man immer gerne mal durcheinander, das müsst ihr euch dann tatsächlich halt einmal, einmal merken, wie rum da was ist von den beiden. So, ähm, aber wir wollten gucken nach Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Fangen wir an mit Vollständigkeit. Steht auch schon im Aufgabentext für uns zur Hilfe, was das eigentlich bedeutet. Nämlich, ähm, in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Okay. In jedem Zustand. Okay, wir gucken uns jetzt nur Zustand 4a an. Das macht es einfach. Wenn ich mehr Zustände hätte, müsste ich es also für jeden machen, was ich gleich tue. Und für jede Eingangsbelegung ist mindestens ein Übergang aktiv welche eingangsbelegung habe ich ich habe hier als eingänge x1 und x0 das heißt es ist egal ja was dahinter steckt also für jede eingangsbelegung ist mindestens ein übergang aktiv heißt es ist egal wie meine eingangsbelegung ist ich muss auf jeden fall irgendeinen zustandsübergang haben sei es zu einem anderen zustand oder sei es auch zu mir selber. Ja, das wäre auch okay. Aber ich muss für jede Eingangsbelegung einen Zustandsübergang haben. Das kann man auch anders schreiben. Das heißt, wenn ich sage, welche Zustandsbelegung habe ich hier? Ich habe nicht x1. Oder ich habe die Eingangsbelegung x1, nicht x0. Oder, das ist die dritte, ich habe x1x0. Dann muss ich damit alles abgedeckt haben, dass ich auf jeden Fall einen Zustandsübergang habe. Ja, also das muss jetzt alle meine Möglichkeiten abdecken. Und das heißt, wenn ich alle Eingangsbelegungen abdecke mit Oder verodert, am Ende sollte eine 1 rauskommen. Weil entweder gilt das hier, oder es gilt das hier, oder es gilt das hier, oder auch mehrere davon. Aber wenn ich alles zusammen verodere, dann wird irgendeine mindestens aktiv sein. Deswegen kommt am Ende dann die 1 raus. Das ist, wie ich Vollständigkeit aufschreibe für einen Zustand. Ich nehme mir die Übergänge, verodere das mit den anderen Übergängen und schreibe gleich 1 dahinter. Aber jetzt kommt das Schwierige. Jetzt müssen wir einmal überlegen, stimmt das denn auch wirklich? Sonst darf ich es nicht schreiben. Also, so, so schreibe ich es zwar so auf, aber ich muss mir natürlich sicher sein, dass es auch stimmt. Gucken wir mal. N nicht x1. Okay, alles mit nicht x1 haben wir schon abgedeckt. Wir haben x1, x0 als Eingänge. Ähm, das heißt, eigentlich muss ich nur gucken, äh, was passiert denn, wenn ich x1 als wahr habe. Okay, da habe ich x1 als wahr, mehrere Optionen und zwar einmal für x0 ist unwahr und x0 ist wahr. Okay, mehr Möglichkeiten habe ich gar nicht, das heißt, das ist dann auch so richtig insgesamt und das gilt und dadurch ist das Ganze vollständig. Soweit erstmal nachvollziehbar. Okay. Ja, man muss mal ein bisschen... Also die Schwierigkeit ist nicht, das ra einfach rauszuschreiben, ne, weil da kann ich einfach ablesen, sondern wirklich drüber nachzudenken, stimmt das gerade, was ich habe? Weil es könnte ja auch sein, ähm, dass ich den hier gar nicht habe. Ja? Und dann hätte ich den Part hier links gar nicht da drin. Und dann müsste ich erkennen, dass ich gar nicht alles habe, dass das hier gar nicht gilt sondern dass mir hier im Endeffekt ein Übergang mit nicht x1 fehlt. Das ist dann die Herausforderung. Gut, gucken wir uns einmal an, wie es aussieht mit Widerspruchsfreiheit. Das ist das Zweite, was ihr da prüfen sollt. Auch dazu gibt es was im Aufgabentext. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Okay, also wieder in jedem Zustand. Wir haben es einfach, wir haben zum Glück nur einen Zustand. Ähm. Und höchstens einen Übergang. Für jede Eingangsbelegung höchstens einen Übergang. Okay, also es ist egal, welche Eingangsbelegung ich habe. Ich darf höchstens einen Übergang haben. Das heißt, ich darf nicht vor der Wahl stehen, ob ich jetzt diesen Übergang nehme oder ob ich den Übergang nehme. Es muss also ganz eindeutig klar sein aus meiner Eingangsbelegung, was ist mein Übergang, den ich nehme. Das ist Widerspruchsfreiheit. Wenn ich eine Eingangsbelegung habe, weiß ich genau, welchen Übergang ich nehme. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir das so ähnlich aufschreiben können wie hier oben. Ähm, was heißt denn das, wenn ich höchstens einen Übergang aktiv habe und nicht, nicht mehrere. Ja. Das heißt, es dürfen nicht zwei Übergänge gleichzeitig aktiv sein. Das ist es eigentlich, ja, was es heißt. Zwei Übergänge gleichzeitig aktiv wäre, wenn ich sowas hätte wie nicht x1 und gleichzeitig wäre x1 nicht x0 aktiv. Dann hätte ich ja plötzlich zwei Übergänge, die gleichzeitig aktiv wären. Oh. Seid ihr schon so weit mitgekommen, dass ihr mir sagen könnt, was ich hinter das Gleichheitszeichen schreiben muss? Nicht x1 und x1, nicht x0 gleich. Welcher Wahrheitswert muss da rauskommen? Es gibt nur zwei Wahrheitswerte, 0 oder 1. Welcher kommt da raus? Ja, genau, die 0. Denn es darf ja hier nicht sein, dass beide gleichzeitig aktiv sind. Und durch das UND würde hinter dem Gleichheitszeichen die äh, hinter dem Gleichheitszeichen ja nur der Wert 1 rauskommen, wenn beide äh, Teile links und rechts vom UND wahr wären. Wir haben aber gerade gesagt, für unsere Widerspruchsfreiheit darf das ja nicht sein. Es darf immer nur ein Übergang aktiv sein. Also es darf nicht der und der gleichzeitig aktiv sein. So, das würde ich jetzt einmal mit jedem Übergang machen. Das also aufschreiben, jede, also jede Kombination. Ich kann ja auch die Kombination haben von nicht x1 und x1, x0. Das muss auch den Wert 0 ergeben. Und schließlich äh, habe ich noch die beiden hier. X1 nicht x0. Und x1x0. Und auch das muss den Wert 0 ergeben. Soweit erstmal das, was wir sagen, was wir brauchen, damit wir eine Widerspruchsfreiheit haben. Jetzt müssen wir noch gucken, ob das stimmt. Nicht, dass da irgendwie das nicht stimmt. Wir schauen. Nicht x1 und x1, nicht x0. Ah, hier, schaut mal. Nicht x1 und irgendwas mit x1. Also es kann nicht x1 ja gleichzeitig falsch und wahr sein. Kann also niemals 1 werden. Sehr gut. Die 0, ja, die ist richtig. Die darf da stehen bleiben. Zweite Zeile haben wir das gleiche. Wir haben einmal nicht x1 und irgendwas mit x1 geht auch nicht. Darf auch stehen bleiben. Dritte Zeile. x1 und nicht x0 oder x1, x0. Also x1, ja, das kann ja, ne? x1 war, ist in beiden Fällen, könnte also zutreffen. Aber wir haben noch die Variable nicht x0 und x0. Ja. X0 kann nicht gleichzeitig falsch und wahr sein. Das heißt, dieses UND wird auch nie zu einer 1 evaluieren, sondern wird immer den Wert 0 ergeben und damit ist es auch richtig. Und das heißt, an der Stelle haben wir wieder beschrieben, dass ähm, wir eine Eindeutigkeit haben. Unser Zustandsdiagramm ist widerspruchsfrei. Wann wäre es jetzt nicht widerspruchsfrei? Naja, also ganz einfach wäre, wenn ich hier zum Beispiel das einfach mal streiche, x0 rausnehme und ich hätte zwei Übergänge, die jeweils bei x1 ähm, gültig wären. Das Problem wäre, dass ich dann an der Stelle, äh, ja, dann wird das, das Zustandsdiagramm halt raten. Also es wäre dann tatsächlich zufällig, random, äh, welcher der beiden Zustände der Übergänge gewählt wird. Und deswegen will man eigentlich eine Widerspruchsfreiheit. In der Hausaufgabe in 10.2. Habt ihr vielleicht gesehen, dass ja, hier auch immer noch irgendwie ein Ausgang dahinter steht. Brauchen wir unsere Ausgangsbelegung äh, für die Prüfung auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit? Ist unser Ausgabewert wichtig für Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit? Und wenn ja, wo bräuchten wir ihn dann eingebaut? Aber das wäre dann die zweite Frage. Also, erstmal ja oder nein. Brauchen wir oder ist unser Ausgabewert, den wir hier eventuell an einem Mili-Diagramm dran haben, wichtig? für Prüfung auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Guckt euch genau an, wie Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit definiert ist. Ja, genau. Nein. Ähm. Ist erstmal eine gute Vermutung. Gucken wir uns an. Also, Vollständigkeit in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Äh, unsere Ausgabe, egal bei Moore oder Mili, hat ja nichts damit zu tun, welchen aktuellen Eingabewert ich habe. Insofern nö, brauchen wir da nicht. Und Widerspruchsfreiheit in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Okay, dafür brauchen wir die Eingangsbelegung. Die betrachten wir jetzt ja schon. Ähm, na, das ist ja hier unsere X, die wir schon dran hätten. Und höchstens ein Übergang. Ja, gut. Also auch hier, ähm, unsere Ausgangswerte beeinflussen ja nicht, welchen Übergang wir nehmen. Das ist ja umgekehrt. Unser Übergang beeinflusst, welchen Ausgangswert wir nehmen. Das heißt, für Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit braucht ihr das nicht. Gut. Damit haben wir 10.2, 10.3, glaube ich, alle Grundlagen gelegt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mal sowas habt wie einen Aufgabentext, wo ihr dann irgendwie Zustandsdiagramm, Kv-Diagramm und so weiter machen sollt, überlegt euch Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze aufbaut und dann, wie eben in unseren Beispielen, daraus eben Tabellen erstellen. Und daraus könnt ihr dann Kv-Diagramm machen. Und äh, genau, merkt euch auf jeden Fall. Was ist die Übergangsfunktion Delta? Was ist die Ausgangsfunktion Lambda? Was bedeutet das Ganze? Dann haben wir als letzte Aufgabe etwas, ähm, das euch einmal so ein bisschen zeigen soll, wie so ein Zusammenspiel ist zwischen Programmtext und Maschinencode. Da habt ihr Glück, da könnt ihr euch, sag ich mal, auch ein bisschen mehr zurücklehnen heute. Ähm, und zwar geht es darum, einen Programmtext zu haben. Der ist gegeben. Den könnt ihr einmal im Aufgabenblatt lesen. Aber guckt auch, denkt dran, dass ihr vom Aufgabenblatt euch, äh, von der, von der TAMS-Webseite euch das entsprechend runterladen könnt, den Programmtext, dass ihr das nicht selber machen müsst, das alles abzutippen. Das wäre ja auch nervig. Und dann sollt ihr das mit Hilfe eines C-Compilers kompilieren gibt auf dem Aufgabentext dazu auch ein paar Hinweise. Ihr könnt es unter Windows, könnt ihr ZigWin nutzen zum Installieren zum Beispiel. Unter Linux könnt ihr den GCC, den GNU C Compiler installieren und dann über die Linux-Shell zum Beispiel machen. Oder, äh, und das würde ich gleich mal mit euch einmal machen, um es euch kurz zu zeigen, ähm, wir nehmen Rechner aus dem ICOM. Da können wir zum Beispiel unter Windows... Um, das gibt es glaube ich auch, äh, auch ähnliches. Also, wir können Dateien äh, erstmal transferieren auf den, ähm, auf, 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 auf den Rechner äh, am Ecom dass wir das in unserem Account haben, und dann zum Beispiel mit Putty oder einem anderen Kommandozeile darauf zugreifen. Ähm, dann muss ich einmal kurz umschalten. Kleinen Moment. So. Das sollte immer noch funktionieren. Ja, gut, gehen brauchen wir nicht dahinter. Können wir mal wegtun. Ähm, was ihr jetzt seht, ist quasi eine Kommandozeile. Also ich habe Putty benutzt, um mich in dem Fall von einem Windows-Rechner. Auf dem Rechner rzssh1.informatik äh, und so weiter einzuloggen. Das ist auch auf dem Aufgabenblatt mit angegeben, dass ihr das äh, nutzen könnt. Und dann haben wir halt, wenn ihr das noch nie so vorher mal gemacht habt, äh, sehen wir, vorne ist Benutzerkennung, add rzssh1. rzssh1 ist der Server, wo ich bin. Und dann kann ich mir da auch Sachen anschauen. Ähm. Zum Beispiel kann ich mir mit LS anschauen las äh, anzeigen lassen, welche Dateien da liegen, wo ich bin. Und ähm, ich muss dann noch gucken. Ich bin nicht in meinem Home-Verzeichnis, sondern ich bin da, wo ich eingeloggt bin. Da müsst ihr gucken, ich muss noch nach infom weiter. Kann ich machen mit CD-Leerzeichen. infom. Übrigens auch das so als kleiner Tipp. Ich, wenn ich IN drücke, es gibt, ist dann schon eindeutig, kann ich Tab nämlich drücken, dann macht der Auto-Completion. Und CD steht übrigens für Change Directory, also Verzeichnis wechseln, um euch das zu merken. CD, Leerzeichen Info, Enter. Bin ich jetzt in meinem Info, kann mir wieder meine Dateien anzeigen lassen mit äh, LS. da wieder ein Enter drauf, dann rechnet er ein bisschen mehr. Da sind ein paar mehr Dateien. Die sind für uns alle nicht relevant. Ich wechsle nochmal in das Verzeichnis RSB. Ähm, und da ist er etwas weniger. So. Mal hier mal ein bisschen sauber den Bildschirm. Clear, Enter. Schmeiß mal den ganzen Kram weg. Wir müsst ja gar nicht wissen, was da noch in meinem Verzeichnis darüber liegt. So, da habe ich jetzt die Datei hingelegt. Ähm, Aufgabe 10-4.c ist das, was auf der Webseite zu finden ist. Und damit sollen wir jetzt verschiedene Sachen machen. Ähm, wir können uns das erstmal einmal angucken. Das sollen wir noch nicht mal. Also, das ist das, was auf dem Aufgabentext ist. Äh, wir können einen, ohne es irgendwie zu verändern auf der Kommandozeile mag ich immer less ganz gerne, l e s s, Leerzeichen Dateiname Enter und ich sehe in dem Fall den Aufgabentext oder den Anfang davon. Kommt euch vielleicht bekannt vor, ist das gleiche wie auf dem Aufgabenzettel. Oben steht eine ganze Menge und mit Pfeiltaste oben unten kann ich hoch und runter scrollen und mit q, weil ich jetzt in Les bin, kann ich mit q das Ganze beenden, die Anzeige. Ich habe auch nichts geändert. Ich kann ja nicht aus Versehen was ändern. Gucken wir einmal auf den Aufgabentext. Ähm, manches sollte euch bekannt vorkommen, wenn ihr mit Java in SE1 gearbeitet habt. Was ist denn dieser Bereich hier oben? Das wird uns mit Hilfe von diesem Leerzeichen und den Sternchen gezeigt. Was ist das eigentlich? Leerzeichen, Sternchen. Äh, Leerzeichen, Slash, Sternchen. Was ist das? Das ist Kommentarbereich. Genau. Das heißt, das hier oben alles ist einfach nur Kommentar, damit ihr ein bisschen a. verstehen könnt, was das Ganze macht und b. in dem Fall sogar noch der Aufgabe, die Aufgabenstellung noch mal mit drin ist. Aber das hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun. Dann haben wir hier ein include-stio.h. Äh, das kennt ihr wahrscheinlich so noch nicht. Das heißt eigentlich nur, dass wir eine Library einbinden für Standard-Input-Output. Ja, das heißt Input, Output. Es wird irgendwie wohl um Eingabe-Ausgabe gehen in dem Programm. Und dann haben wir hier unten int-Main, int-Arc, C, arc und so weiter. Was ist das denn? Das kennt ihr auch aus Java. Zumindest grob von der Form her. Oder mal anders gefragt. Das, was wir oben hatten. Okay, ja, Integer, Char, Typen. Ja, genau. Ähm, also, wir haben, äh, wir haben hier Parameter. Parameter können äh, einen bestimmten Typ haben, können Integer sein, kann Character sein. Äh, die Sternchen, die das ist jetzt wieder C-Geschichte, das braucht euch da nicht so stören. Ähm, und unsere Methode. Ne, wir haben hier Main. Ist unsere Methode, äh, die hat einen Rückgabewert. Ja, das ist kein Void, kein Void main, dann hätte es ja keinen Rückgabewert, sondern int main. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass unsere Methode uns irgendwie einen Integerwert zurückgeben wird. Und dann geht hier geschweifte Klammer auf. Wir fangen hier an mit verschiedenen Werten. Äh, wir haben hier Integer, wir haben Character. Ja, das heißt, wir haben hier ganz viele Variablen, die dann definiert werden. Ganz unabhängig von dem hier oben. Das ist eigentlich nur, damit wir überhaupt das Ganze, damit das gestartet werden kann. Deswegen ist das ja auch die Main-Methode, die das Programm startet. Oh. Hier unten haben wir noch einen Abschnitt. Printf. Und eine ganz lange Kette. Name, Prozent S und so weiter und so weiter. Wofür steht PrintF wohl? Habt ihr da eine Idee? Das soll quasi ausgegeben werden. Richtig, genau. Ähm, PrintF ist also eine Printfunktion. Ähm, ich glaube, in Java habt ihr eher äh, erstes Semester PrintLn, glaube ich, viel mit zu tun, PrintLine. Ähm, und äh, hier haben wir dann Sachen, die in ein String kommen, die zusammengebaut werden. Prozent S, Prozent S und Prozent D. Ich weiß nicht, ob ihr das schon in Java hattet. Habt ihr eine Ahnung, was das ist. Prozent S, Prozent S, Prozent D. Ne, ja, wie gesagt, kann sein, dass das irgendwie auch später in se 1 kommt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob das, äh, wann genau das dran war, in se 1 oder se 2 Und vor allem wann. Ähm, das sind Platzhalter. Ja, das heißt, Prozent äh, S ist ein String-Platzhalter und Prozent D ist ein äh, müsste für Double stehen, glaube ich. Ähm, Da bin ich mir gerade nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall eine Zahl. Ähm, wir haben hier äh, Platzhalter, also für Text. Und hier hinter dem, äh, dem Ende der ähm, dem Ende des Bereichs mit den äh, Hochkommata, mit den Gänsefüßchen, steht dann auch, welche Variablen in diese Platzhalter rein sollen. Das heißt, wir haben hier den Platzhalter Vorname, der kommt dann in, das, in den ersten Platzhalter, Platzhalter Nachname in den zweiten und Matrikelnummer in den dritten. So, und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch schon fast so eine Ahnung, was da eigentlich nachher einem Ausgabetext rauskommt. Danach haben wir noch die Zeile return 0. Ähm, hatte ja schon gesagt, das ist int main, es ist mit int. Da brauchen Rückgabewert. Das ist einfach nur, damit äh, die Main-Methode weiß, sie ist sauber ausgeführt worden und ist glücklich und äh, alles kann sich, das Programm kann sich beenden. Okay, jetzt haben wir uns grob angeguckt, was das Programm macht. Jetzt gucken wir, was sollen wir eigentlich damit tun? Die erste Aufgabe, also erstmal mit Q wieder raus. Die erste Aufgabe, die wir tun sollen, ist äh, C zu Assembler heißt es. Wir geben eins GCC Leerzeichen minus, dann ist es ein großes O2. Minus groß S Aufgabe und denkt wieder an Tab Completion, 10-4.c. Das minus O2 ist für Optimierungslevel. Ähm, es gibt verschiedene Optimierungslevel. Wenn ich nicht O2 nehmen würde, sondern einen anderen, dann würde dann der Compiler länger oder kürzer drüber nachdenken, rechnen und unter Umständen den Optimierungslevel halt ändern. Ähm, nicht, nicht ändern, ähm, also un unterschiedlich optimiert das Ergebnis ausgeben. Und äh, ja, wenn ich das eingegeben habe, drücke ich wieder Enter, sehe erstmal nichts. Also ls rufe ich mir dann auf, was ist denn eigentlich im Verzeichnis und ich sehe jetzt, da liegt äh, Aufgabe 10-4.s. Das ist auch, steht im Aufgabentext, das, was jetzt erzeugt worden sein soll. Ich hatte euch ja gezeigt. Wir können mit, äh, mit Less können wir uns einfach mal angucken, ohne dass wir Sorge haben müssen, dass wir was verändern, ähm, was das Ganze eigentlich ist. Und. Boah, jetzt sieht es schon spannend aus. Das ist Assembler-Code. Das heißt, es ist nicht mehr so hübsch-leserlich wie unser Quelltext eben. Trotzdem erkennen wir Sachen wieder. Wir haben hier oben. File, das ist der Dateiname, aus dem der Assembler-Code erzeugt wurde. Wir haben hier einen String mit unseren Platzhaltern. Ja, der wird also abgespeichert. Ein String wird hier oben in den Feldern abgespeichert. Wir wissen, ähm, hier mit global main und type main function, wir wissen, es gibt eine Main-Funktion. Oder zumindest weiß das der Compiler. Das müsst ihr nicht im Detail wissen. Ist aber ganz praktisch, das mal so zum Verständnis, was da eigentlich passiert. Hier links, Main Doppelpunkt, das ist ein Label. Also, ein Label ist auch so ein bisschen eine Hilfe in der Sprungmarke, wo ein Programm hin kann. Und äh, infolgedessen ist dann der Ablauf von der Main-Funktion beschrieben. Wir haben dort, gehe ich mal ein bisschen runter, die Main-Funktion, wie ihr seht, ist so ein Tickchen länger. Was wir auf jeden Fall wiedererkennen, ist hier unten das Return, ne? Red. Und, ja, geht da die ganze Ecke. Hm. Wir müssen gar nicht alles im Detail verstehen, was hier passiert. Auf jeden Fall Move mit Move, da werden Werte geschoben. Werte von A nach B in irgendwelchen Sachen. Das hier könnte uns auffallen. Dollar 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Matrikelnummer, die wir da eben stehen hatten. Ähm Und ja, ich glaube, das reicht erstmal an der Stelle. Ähm, ansonsten werden dann noch verschiedene Berechnungen gemacht. Es wird eben geguckt, dass unsere, die, die, für die für wir hatten ja noch auch für den ähm, Vorname, Nachname, hatten wir ja String-Platzhalter. Auch da werden die entsprechenden Werte so geschoben, dass das Programm die verarbeiten kann. Und dann gibt es hier Call Printf. Call ist ein Funktionsaufruf. Und Printf ist die Printfunktion. Und das heißt, der Teil hier drüber im Programmtext sorgt dafür, dass die Werte, die wir für die Printfunktion brauchen, an der richtigen Stelle stehen. Ja. Gehen wir nochmal weiter runter. So, was sehen wir hier noch? Aha, GCC, Ubuntu und irgendwas, irgendwas. Kann ich also sehen. Auf was für einem System ich das gerade ausgeführt habe. Das heißt, die RZSSH1, wo ich das gerade gemacht habe, der, der, der GCC-Compiler, ist anscheinend ein Ubuntu 20.4.1. Wenn ihr das auf einem anderen System macht, wird dann natürlich was anderes stehen. Und den Rest, auch mal hier, glaube ich, den können wir dann erstmal so ignorieren. Wie gesagt, wir müssen nicht im Detail wissen, aber selbst ohne, dass wir viel über Assembler wissen, können wir, wie ihr seht, schon einige Sachen erkennen, wiedererkennen, wo wir sagen, auch das kennen wir doch irgendwie, das haben wir gesehen und gar nicht alles wissen, wie es im Detail funktioniert. Wenn ich jetzt das Aufgabenblatt nehme ähm, und das bearbeiten möchte, wir sollen ja, oder ihr sollt ja Namen und Matrikelnummer eintragen und, und ändern, ähm, gibt verschiedene Kommandozeilen-Editoren. Ich nutze meistens Nano, andere nutzen anderes. Nano, Leerzeichen, dann der Aufgabe 10-4.c. Dann kann ich dann jetzt mit den Pfeiltasten hier drin navigieren an eine Stelle, wo ich was ändern will. Und ich könnte jetzt sagen, meine Matrikelnummer ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meine Matrikelnummer ist 1, 2, 5, einfach mal 6 mal die 3. Warum? Weil es geht. Äh. Also, bin ich schon zu schnell. So, damit ist einfach ne, löschen mit Backspace. Eintragen, ganz normal über die Tastatur. Und jetzt will ich das natürlich noch speichern in, in der Datei. Da kann ich dann Steuerung O drücken. Dann sagte hier unten File Name to Write. Ich bestätige mit Enter. Er sagt, äh. Wrote 27 Lines, er hat es also geschrieben und mit Steuerung X kann ich das wieder beenden. Bin wieder in meinem Verzeichnis und wenn ich jetzt mit LESS die C-Datei aufrufe, dann seht ihr, dass dann auch die Matrikelnummer geändert wurde. Das ist nur so eine kleine Möglichkeit, wie ihr es machen könnt, falls ihr es nicht vorher auf dem Rechner macht, bevor ihr es auf den ICOM-Rechner schieben solltet. Oder wenn ihr es halt anders machen wollt. Ähm. Würde übrigens auch einen Unterschied geben, wenn ich jetzt hier den Compiler nochmal ausführe und mir die S-Datei anschaue, dann sehen wir, dass an der Stelle, wo eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 stand, jetzt ganz viele Dreien stehen. Ich ändere das einmal kurz ich, habe das ich ändere das einmal kurz wieder zurück, dass wir den Standard haben. Steuerung O, Steuerung X und mal wieder kompilieren. So, das wäre jetzt also, nachdem wir die erste Zeile gemacht hätten, dann C zu Objektcode sollen wir machen. Äh, übrigens mit Pfeiltaste nach oben in der Kommandozeile könnt ihr einen vorher genutzten Befehl wieder aufrufen. Das spart auch Zeit, gerade wenn ich so wie jetzt nicht viel ändern will, sondern äh, hier den Parameter beim GCC ändern will. Eben habe ich Groß S gesagt für zu Assembler. Jetzt sage ich kleines c. Das soll Richtung Objektcode sein. Kann dann Enter sagen. Hab in meinem Verzeichnis jetzt eine Dateiaufgabe 10-4.0. Und wenn ich mir die mit less angucke, sagt er mir, oje, oh eine Binärdatei. Ähm, ich will es mir trotzdem mal angucken mit euch. Ich sage deswegen Y für Yes. Und ihr seht schon, naja, ne, das ist wie wenn ihr eine Binärdatei mal versucht habt, zu öffnen mit dem Texteditor. Das äh, ist ja kaum was zu lesen. Was wir trotzdem noch wiedererkennen, auch hier ist das String als Platzspeicher gespeichert. Hier oben wir haben hier ist noch John hier ist noch Doe wir haben GCC der uns hier noch sagt was äh, womit das kompiliert wurde hier ist noch unser File Name hier unten unsere Print Funktion haben wir auch noch äh, wenn ich jetzt weiter runter gehe wird schon schwieriger also ganz, ganz viel. Also da, wo wir eben noch die Anweisung gesehen haben Richtung Maschinencode in Assembler, was da getan werden soll, das ist jetzt, jetzt sind wir eben tatsächlich in Binär, jetzt sind wir in Maschinencode und für uns ist das kaum noch lesbar. Das ist natürlich schwierig. Insofern machen wir den nächsten Schritt. Wir nehmen, machen einmal ein Programm daraus. Das heißt, wir nehmen den Parameter minus klein o. Dann Aufgabe aufgezehn unterstrich 4.exe. Und dann den Namen. Minus ähm, klein o heißt, dass ich angebe, wie mein Output-Name heißen soll, wie meine Datei heißen soll als Ausgabe. Wenn ich das nicht mache, dann wird der Dateiname einfach a.out heißen, der da gleich rauskommt. Ähm, und dann am Ende muss ich hier als letztes eben angeben, welches ist der Quelltext, den ich nehme. Sage ich Enter, dann rechnet er. Und ich habe jetzt eine Datei Aufgabe 10-4.exe auf dem Ganzen. Und ja, ich bin jetzt zwar unter Linux, aber ich habe jetzt eine Exe. Es ist, es ist eine Binärdatei. Es, macht kein, also, es heißt Binärdatei. Es ist eine ausführbare Datei, ähm, wie ich sie nenne, ob ich sie Aufgabe 10-4.exe nenne oder Aufgabe 10 4 Holla die Droh oder so ähm, ist für Linux relativ egal. Äh, Windows mag da ein bisschen biestiger sein. Ähm, ist natürlich nicht unbedingt Best Practice, eine Excel-Datei unter Linux, also eine Datei unter Linux Exit, zu nennen. So, gucken wir mal kurz an. Was sehen wir hier noch? Less Excel sagt da natürlich wieder Binärdatei. In dem Fall ist es eine Ausführung, also der Unterschied zu eben ist, eben war es eine normale Binärdatei, die wir noch nicht ausführen konnten. Jetzt haben wir eine ausführbare Binärdatei. Wir gucken uns das an und wir sehen, dass es irgendwie noch, wenn ich jetzt einmal ganz schnell rüber scrolle, viel länger geworden ist. Das liegt eben daran, dass ganz viel dazugefügt wurde, damit es überhaupt ausgeführt werden kann. Ja, also da scrolle ich schon eine ganze Menge, wenn ich hier Pfeiltaste nach unten mache. Oh je. Yeah. Gut, zum Glück muss ich das meiste nicht wissen. Wenn ich reingucke, ich erkenne trotzdem ein paar Sachen wieder hier, Aufgabe 10, Unterstrich 4, äh, hier ist irgendwie die Print-Funktion. Äh, wenn ich weiter höher gehe, dann habe ich hier nochmal das System, auf dem das ausgeführt wurde. Ich habe irgendwo weiter oben, habe ich hier den Platzhalter für die Matrikelnummer. und dann habe ich hier tatsächlich hier John Doe habe ich noch dazwischen ähm, ja und vielleicht habe ich irgendwo noch anderes also was wir eben nicht geguckt hatten ist ähm, dass ich auch im Binärtext meine Matrikelnummer wiedererkennen kann nur sie ist halt nicht mehr in dezimaler Form da drin das so mal als kleinen Tipp wenn ihr das mal suchen wollt Denn wir haben bei der Matrikelnummer dann natürlich, dass er das kompiliert. Dann hat er das vielleicht in ein anderes Zahlensystem umgewandelt. Und <laughs> meistens sind es Hexadezimalzahlen. Da müsstet ihr ein bisschen suchen, ob ihr es dann wiederfindet. Wir haben aber ja auch die Aufgabe, wir äh, wollen uns das ja vielleicht mal ausf angucken, ausführen, das Ganze. Wir haben ja gerade eine ausführbare Datei gemacht, damit wir es können. Ähm. Unter Windows in der Regel ist es mit Doppelklick machbar. Jetzt hier unter Linux auf der Kommandozeile. Aufgabe 10-4.exe. Und an der grünen Markierung sehe ich schon, dass es ausführbar ist. Sage ich Enter. Und es gibt mir einmal auf der Kommandozeile aus Name John Doe, Matrikelnummer 1, 2, Das, was wir vorhin schon geahnt haben, wir haben Platzhalters drin gesehen und gesehen, wie Werte eingegeben worden sind. Was fehlt uns noch? Wir sollen den Disassembler kurz nutzen. Object Dump, Leerzeichen, Bindestrich D, Aufgabe 10-4.o. O, o war die erste Binärdatei, die wir erzeugt haben, die, wo noch nicht ausführbar ist. Da sage ich jetzt Enter und ich sehe, dass das Ganze mir in der Kommandozeile angezeigt wird. Das heißt, dann muss ich jetzt hier mal darauf rumscrollen. Hier oben fängt das an. Disassembly of Section Startup Text. Ah, also der hat quasi den äh, Binärcode genommen und hat versucht, daraus irgendwie wieder Assembler-Text zu bauen. So gut er das halt kann. Wenn ihr euch an den Assembler-Text von, von vorhin erinnert, den wir uns angeguckt haben, dann seht ihr, dass der ein bisschen länger ist, weil hier einfach auch so manche Kommentare fehlen. Und er ist auch nicht ganz so einfach und übersichtlich erkennbar und nicht so hübsch. Also, diese ganzen Sachen, wo wir viel erkannt haben, das ist ein bisschen schwieriger. Was wir trotzdem wieder sehen, ist zum Beispiel, wir haben hier unten RedQ, also Return, da endet dann die Funktion. Wir haben hier zwischendurch auch Call, na, das ist der Funktionsaufruf. Ähm, auch für die, die Print-Funktion an der Stelle sein. Und ja, ansonsten hier ganz viele Moves, wie wir es auch schon hatten. Und äh, wir könnten halt, was haben wir gesagt? Ähm, wir hatten den Wert 1, 2, 3, 4, 5, 6 als ähm, Dezimalzahl. Könnten wir mal gucken. In Hexadezimal 1e 240 war das, glaube ich. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Ja, hier oben ist unsere Matrikelnummer in hexadezimaler Zahl. Also, das heißt, die ist da auch wieder drin. Ist halt nicht mehr so viel zu erkennen. Bisschen schwieriger. Ja, ähm, Ist ein bisschen nervig, wenn er mir das auf der Kommandozeile ausgibt. Gerade wenn ich das vielleicht. Irgendwas sollte. Sollt ihr das nicht auch abgeben? Gerade mal gucken. Genau, fürs Abgeben gibt es so ein bisschen Tipps, was man machen kann. Man kann nämlich etwas in eine Datei schreiben. Also das, was auf eine Kommandozeile rausgeht, kann ich mit dem äh, größer als Pfeil in eine Datei. Ich nenne sie jetzt mal objectdump.txt. Und jetzt seht ihr, ähm, ich kriege nichts auf der Kommandozeile und stattdessen hat er mir eine Textdatei angelegt, wenn ich die nämlich öffne. Dann habe ich das drin, was ich da eben drin hatte. So kann ich mir das in Ruhe angucken, vielleicht auch noch mal wieder rüberholen, beziehungsweise eben für die Hausaufgabe ähm, die Ausgaben, die er da macht in der Reihenfolge. Da sollt ihr dann nicht nur mit einem Pfeil äh, das machen, sondern auch einmal mit zwei Pfeilen. Das würde bedeuten, dass ihr an die vorhandene Datei das einfach noch mal dranhängt. Wenn ich das jetzt noch mal mache. Und oh, dann runterscrolle, dann seht ihr, dass ich dann quasi zweimal das Disassemb disassemblierte da hätte. So, Q, cool, enden. Ähm, genau, ein Object dann fehlt noch. Object ähm, minus die Aufgabe von der Exe-Datei. Machen wir auch mal hier auf der Kommandozeile. Und wir sehen, das ist ein wenig länger als das, was wir eben hatten. Oder wo fängst es denn an? Hier. Ne? hier. Das war das hier eben. Das war das von der nicht ausführbaren Datei. Und das ist das hier von der ausführbaren Datei. Ich also, scrolle jetzt einfach nochmal drüber. Das ist natürlich länger, weil da eben alles da noch bei ist, was die Datei ausführbar gemacht hat. Ähm. Und auch hier natürlich nicht so einfach sichtbar, wie wenn man das erstmal, ähm, ja. ja, wie wenn man es halt als ursprünglichen Programmcode hat. Und jetzt müsste man hier schon ganz schön gucken, wo man was sieht, äh, wo man was wiedererkennen kann. Da haben wir eine ganze Menge Sachen, Texte. Sehen, dass da zwischendurch auch immer so einzelne Funktionen sind. Hier, call, das müsste die Print-Funktion tatsächlich sein. Call q, print f. Ganz nett, dass er uns das sagt. Äh, immer dran denken, dass es hier halt eben alles, um nicht nur, die, nicht nur die Methode zu kompilieren, sondern eben alles, um es halt eben auch ausführen zu können. Und irgendwo hier drin finden wir sicherlich auch unsere Matrikelnummer, wenn wir lange genug suchen. Genau. Jetzt wisst ihr, warum das relativ hässlich ist. Ähm, wenn man... Warte mal, da ist sie doch. Nee, das ist die falsche. Da war ich zu weit hochgescrollt. Na gut. Da ist sie. In dem Fall. Ähm... Genau, jetzt wisst ihr, warum äh, es relativ unangenehm ist, wenn man in, in einem äh, C-Programmtext nur die äh, ausführbare Datei hat und sagt, oh, ich will irgendwie Programmcode anpassen und dann das Ganze mit dem Disassembler benutzt, ähm, dann äh, muss man natürlich erstmal wissen, was da eigentlich alles hinter Programm hintersteckt. Ähm, Disassembler wird eigentlich... Sag ich mal, sollte eigentlich nur zum Debugging genutzt werden, oder wenn man wirklich das Problem hat, ein altes Programm zu finden, wo man nicht versteht, wie es funktioniert. Ähm, wird leider auch für rechtlich nicht äh, erlaubte Zwecke benutzt, um damit ähm, ja, illegale Sachen zu machen. Ähm, aber genau für, äh, für Debugging ist es natürlich erlaubt oder um Programmtext besser zu verstehen. Gut, äh, ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen, wie ihr ähm, mit der 10.4 umgehen könnt. Vielleicht auch noch ein bisschen Verständnis drumherum mitgegeben. Und ähm, genau, also wie auch auf Aufgabenblatt steht, es geht nicht darum, Assembler-Programmierung da zu lernen. Also wenn wir überhaupt was zu Assembler-Programmierung mit Assembler-Sprache machen, maximal vielleicht eine Aufgabe aus der Erfahrung, manchmal auch weniger. Ähm, oder, oder sehr kleine Teile, die in die Richtung gehen, aber jetzt nicht irgendwie das, das wir machen hier keine Hardcore-Assembler-Programmierung. Das ist für alles auch sehr spannend, so maschinennah zu programmieren. Aber wir sind in RSB, also da müssen wir irgendwo auch die Grenze ziehen äh, mit dem, was wir tun. Trotz allem gut zu wissen, sag ich mal, wie, wie eigentlich, was passiert eigentlich über die Schritte Richtung Maschinensprache. Gut, wenn es jetzt keine Fragen gibt, dann würde ich sagen... Ähm, ich wünsche ich euch viel Erfolg bei den Aufgaben. Eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns ja vielleicht im nächsten Jahr wieder. Schönen Abend euch.